Ist immer noch er oder? Nee. Das ist deine eigene Schuld. Ich verpiss mich. Er gehört euch, Jungs. Ist doch hier, oder? Da. Doch mehr als ich dachte. Hab einen entdeckt, Jungs! Oh, komm mal rein hier. Oh, nee, die Knarre haben die keine Chance. Oh. Achso, das ist er schon. Der Pete. Oh, noch 17 Schuss. Kommen die jetzt unendlich an? Was machen wir mit dir? Lass mich nicht so sterben. Und dann, ach so. Du hättest nicht.
wirklich, ich könnte das hinbiegen. Schätze, du lagst falsch. Oh. Ich dachte, ich könnte noch irgendwie überzeugen. Ich dachte, ich könnte ihn anwärmen als Unterboss, aber das war wohl. Oder habe ich den Wort falsch gemacht? Keine Ahnung. Cassandra zuweisen. Ja. Ich brauche ein paar deiner Jungs in Barclay Mills. Ja, okay. Aber wenn ich das Leben meiner Leute aufs Spiel setzen soll, erwarte ich, dass du dich zu mir bekennst. Und denk an den Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Ob ich ihr trauen kann, weiß ich noch nicht. Aber den anderen bestimmt nicht. Also dann lieber sie, lieber die Cassandra. Wer Sammy Robinson für den Drahtzieher beim Mardi Gras-Überfall hält, hat keine Ahnung. Dass er dabei war, heißt noch nicht, dass es seine Idee war. Und es gibt auch nicht den kleinsten Beweis dafür. Das Geld blieb verschwunden und Sammy hat sich nicht selbst in den Kopf geschossen und dann seine Bar angezündet. Es gibt nur einen Grund, warum man ihm das angedichtet hat. Seine Hautfarbe. Ja. Gut. Was? Was war das jetzt? Telefon zwei Minuten lahmlegen? Ja, ich dachte, ich hätte komplett durchgeblickt, aber jetzt bin ich doch wieder. Was war das für eine Meldung gerade? Ich bleibe auf jeden Fall erstmal bei dem Story-Kapitel, weil die Zusatzkapitel, das ist, kann man mal zwischendurch machen, aber das ist eh schon aufwendig genug. Gucken wir mal hier, das habe ich auch fast durch. Antrieb. So, weiter. So. Ja, wie sieht's aus? Da haben wir was Neues bekommen. Geld loswerden. Ich muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Etwas Geduld, bin sofort da. Here, baby.
wartet die da hinten? So blöd. Pass gut drauf auf. Bonsoir, Chef. Das ist doch mein Auto da, oder? Haben die das jetzt? Ja, muss schon was sagen. Jetzt springt. Ey! Also das gibt's ja nicht. Das ist echt blöd gemacht. Davor springen. Also nicht falsch verstanden, das macht schon Spaß, aber so manche Sachen sind da drin, sind echt dämlich. Klar, man fährt wie ein Irrer irgendwie, aber... Das ist schon wieder. Die Fußgänger machen so wirklich dämliche Sachen. Einer so rumfahren würde, klar, der würde das vielleicht auch, aber er jetzt hier. Und da geht doch keiner über den Zebrastreifen, wenn so ein Auto angerast kommt. Klar, ist nur ein Spiel. I know. Kugelsichere Weste. Mit den Protesten in Mexico City kam es gestern in den Olympischen Spielen zu gewalttätigen Ausschreitungen. 10.000 Studenten, was? Manche mit Schnellfeuerwaffen, standen einer Armee von 5.000 Soldaten gegenüber. Die Soldaten sollen den Befehl gehabt haben, die Unruhen um jeden Preis zu zerschlagen. Man spricht von 20 bis 30 Todesopfern. Kostet $3.000 so eine Weste. Ach nee, ist das da drüben, oder? Komm ich jetzt nicht rein, ne? Scheiße. Dann kann ich hier hoch. Ach, das kenne ich doch, das Gelände hier. Was losgetreten? Ich dachte, die liegt da irgendwo rum, die Weste. Warum nicht? Ich hab ihn entdeckt! Ich schieß auf das Arschloch! Schmerzhaft, was? Jungs gekillt. Nicht nur einen. Da, da, seht ihr ihn? Ich verpiss mich. Schnappt euch diesen Löwen. Macht uns fertig. Eins. Der Aufwand hat sich jetzt nicht gelohnt. Ich kümmere mich um die Spuren. Langsam reicht's mir. Jo. Ist die scheiß Weste, Mann. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun.
Medizinschrank. Ich mein neues Auto. Kannst du mir eine neue Karre besorgen? Ich bin in Barclay. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ein Satz heißt rein. Wie bestellt? Das ist eine große Hilfe. Ich müsste, glaube ich, irgendwie Angst einjagen, denjenigen. Das war das eben, Telefonvermittlung. Wenn dann einer versucht, Verstärkung zu rufen, kann ich das damit unterbrechen. Okay. Interessant. Haut der ab, oder was? Mann, komm schon runter. Oh. Ich brauche Hilfe! Umgeh ihn! Auf jeden Fall kann der jetzt erstmal nicht mehr abhauen, denke ich mal, ne? Ja, gut. Das muss ziemlich wehgetan haben. Ich verschanze mich. Holt mich hier raus! Jetzt habe ich dich grob. Ah, Mist. Nein. Nein. Ist nochmal neu. Ach, Scheiße. Egal.